Drittes Bild, Wohnzimmer der Familie Reindl. Das Zimmer ist inzwischen mit hässlichen Konfektionsmöbeln verziert worden. Die Trostlosigkeit ist jedoch die gleiche. Die Kinder haben Matrosenanzüge an, Frau Reindl tritt auf, verschlafen und mit zerzaustem Haar, aber in elegantem Kimono. Frau Reindl, könnt ihr eure Mutter nicht schlafen lassen? Ein Kind, wir spielen 12. Mai! Warum schreit ihr denn so? Der Leo weint immer, er will nicht den Papa spielen. Der kleine Leo, ich bin ja nicht blöd. Frau Reindl, warum seid ihr nicht in der Schule? Es hat uns niemand aufgeweckt. Der Vater kümmert sich auch um nichts mehr. Soll ich euch was zu essen machen? Wir haben schon gegessen, beim Engel. Im Gasthaus? Nein, beim dicken alten Engel. Wer ist das? Der Großvater vom Engel mit der Hasenscharte. Es läutet. Frau Reindl, macht's auf, das wird die Post sein. Zwei Kinder laufen hinaus. Der kleine Leo. Mutti, wird der Papa auch weinen? Ihr sollt nicht immer vom Papa reden, das gehört sich nicht. Es klopft. Engel tritt ein. Er ist ein beleibter Mann, etwa Mitte 50, sehr bürgerlich gekleidet und trägt Schnurrbart. Er hält einen Ball in der Hand. Entschuldigen Sie mein Eindringen. Engel, mein Name. Ich danke Ihnen, dass Sie den Kindern etwas zu essen gegeben haben. Ja, Sie haben mir halt leid getan, die Pauxeln. Ich hab Kinder so gern. Ich hab auch einen Enkel zwar, schön ist nicht. Ein Hasenschorten hat er, naja, die Schwiegertochter. Aber bitte, er ist ja Fleisch und Blut. Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Nein, ich rauch nicht. Hier und da ein Glaserl, das ist was anderes. Oder ein Kaffee und Milch, eigentlich mehr Milch. Wissen Sie, eine Milch, die nur ein bisschen noch Kaffee schmeckt. Dazu ein Kipferl zum Eintunken, das ist... Hoffentlich haben die Kinder bei Ihnen nichts angestellt. Na, gegessen haben sie. Viel gegessen. Und das war alles? Nein, dann haben sie meinen Buben, dem Kleinen, Sie wissen doch, erzählt von ihren Plänen, ihren Zukunftsplänen. Kinder reden viel. Und das ist gut so, sie sind ja noch jung. Sie haben gesagt, Mitte Mai sind sie alle Millionäre. Die wissen ja gar nicht, was sie reden. Sie haben aber auch gesagt, wofür ihr Vater das viele Geld kriegt. Darüber reden die Kinder mit ihrem Buben? Kinder sind heute nicht mehr so. Die Tatsachen des Lebens sind ihnen alle vertraut. Warum haben Sie meinen Kindern zu essen gegeben? Ich habe einen Beruf, der mich fast schicksalsmäßig in Ihre Nähe stellt, Frau Reindl. Was sind Sie? Ich... Fußpfleger. Aber meinem Mann soll doch nicht der Fuß gepflegt werden. Ich war dasselbe, was schon mein Großvater und mein Vater waren. Wir sind sozusagen eine Dynastie. Ich bin staatlich geprüfter Scharfrichter. Henker? Der Volksmund nennt mich Henker. Sie sind also Fußpfleger? Ja, manchmal, wenn ich so sitze vor die Füße mit meinem Instrument, denke ich an die alte Zeit, dann stiche ich einmal so rasch rein. Aber man verliert ja die Kundschaft damit. Man ist halt angewiesen, ne? Frau Reindl bringt zwei langstielige Weingläser und eine Flasche Bier. Sie schenkt ein. Bevor ich kein Bier getrunken habe, komme ich nicht in Schwung. Auf den 12. Mai. Er hat ja nicht viel vom Leben gehabt. Ich auch nicht, in letzter Zeit. Ja, früher, vor dem Krieg. Im Krieg wird man ja nicht gefragt. Und wie dann alles aus war, da hat man geglaubt, jetzt beginnt ein neues Leben. Und was haben sie gemacht? Die Todesstrafe haben sie abgeschafft. Gerade wo ich im besten Mannesalter bin. Es wird schon wieder werden. Ich bin vor dem Nichts gestanden. Wissen Sie, die Umstellung, man sieht es immer nur von der einen Seite. Es ist doch ein Gewerbe wie jedes andere. Warum sagen Sie das mir? Na, mit ihm soll ich reden, ihm kann es ja wurscht sein. Aber Sie müssten daran interessiert sein, dass Sie ihn in einem anständigen Zustand kriegen, dem Gatten, nach der Veranstaltung. Über mich hat sich noch kein Klient beklagt. Kurz bevor es so weit war, habe ich immer noch Zeit gefunden für ein kleines Scherzwort, ein guter Witz, nicht politisch, das entspannt. Nee, Frau, es ist doch Ihr Mann, denken Sie an mich. Ich kann vielleicht ein gutes Wort für Sie einlegen, aber verfügen kann ich nicht. Natürlich traue ich Ihnen das alles zu und ich möchte auch, dass das alles in einer möglichst würdigen Form vor sich geht. Es soll ein schönes Ende sein. Er hat es verdient. Gnädige Frau, ich habe in Ihnen eine
verständnisvolle Partnerin gefunden, darf ich Ihnen die Hand küssen. Reindl und Boss treten ein. Engel. Da ist er ja. Frau Reindl, das ist Herr Engel. Herr Engel wollte dich kennenlernen. Herr Engel ist Handwerker. Bitte, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber ich bin der Einzige, der sich auf die Kniffe versteht, die Ihre Darbietung erfordert. Boss zu Frau Reindl. Wie kommen Sie dazu, sich in meine Angelegenheiten zu mischen? Das ist schließlich mein Mann. Nein, das ist mein Mann! Aber ich habe ihn geheiratet, kirchlich. Das ist sehr unfair. Reindl, ich bin ein ruhiger Mensch, aber ich kann es nicht vertragen, wenn in meiner Wohnung gestritten wird. Das verdirbt einem die ganze Freude. Bitte daran zu denken, dass es doch auch auf meine Stimmung ankommt. Frau Reindl, eben, darüber habe ich mich mit dem Herrn Engel ausführlich unterhalten. Er ist nicht ungeschickt. Möglich, es kommt aber vor allem darauf an, ob mir der betreffende Herr sympathisch ist. Engel, ich möchte Ihnen sagen, dass ich an Ihrem Schicksal persönlich Anteil nehme. Ich hab's ja nicht notwendig. Boss, jeder spielt sich hier auf, jeder tut, als hätte er den 12. Mai erfunden. Ich habe bei meiner Arbeit immer an meine Familie gedacht. Alle sagen Opa zu mir. Wissen Sie überhaupt, was ein Henker ist? Blutrot, halbnackt, vermummt, ein Ungeheuer mit einer Kapuze. Horak kommt herein. Grüß Gott, guten Tag, wir haben die Maschine aus rostfreiem Stahl. Das wird blitzen im Scheinwerferlicht, ein schönes Gerät. Er breitet ein Papier aus. Boss, wo löst man denn da den Mechanismus aus? Ich hab's vergessen, aber es ist ein Knopf. Frau Reindl, ist das sehr scharf? Horak, die Hauptsache ist das Gewicht. Boss, das haut hin! Reindl. Stolz. Die Stahlindustrie unserer Heimat ist international anerkannt. Da ist der Knopf. Wie bei einem Spielzeug. Und ganz einfach zu bedienen, das kann jedes Kind. Können schon, die Frage ist nur, wer darf. Ich denke, die Firma stellt den Mann. Das geht eben nicht, wir leben in einem Rechtsstaat. Der Mann, der diesen Knopf drückt, muss vom Staat dazu bestellt sein. Dann lassen wir ihn eben bestellen. Der Beruf ist ausgestorben. Es ist nur noch einer da. Ein gewisser Engel. Ja. Er wendet sich betroffen um. Alle sehen Engel an. Stille. Engel. Nix Rotes, nix Nocktes, gar Kapuzen. Was schaut's mir so an? Dunkel.